Damen und Herren, ich bin halt morgen ein bisschen verspätet dran, weil das war, die Naht hat hier noch gewindet und da hat der Rollesladen, der hat geklappert und umgemacht, ja. Und da habe ich mich halt morgen jetzt verschlaufet. Ja, so ist das. Und meine Frau Linke, die hat sich mit mir verschlaufet. Versteh ich? Weil ich bin ja der hier Wecker. Ich mach die nur immer wach, ja. Und dann tue ich sie immer anhupe und wenn sie nicht schnell genug ist und der Kopf wegholt, dann schlecke ich ihr mitten durchs Gesicht. Die mag das zwar nicht, aber dann wird sie sofort wach. Ja, und das war aber gestern ein Wind. Mann. Mein Herrscher hat gestern Morgen noch gesagt, ich hab's euch gesagt, mir klingt nichts ab. Hat er gesagt. Und dann plötzlich hat das gewindet. Die Bäume haben sich gebiegt, als wenn die Baumesspitze den Boden knutschen wollte. Ja, so ist das Windgang. Alles ist hin und her geflieht. Die Rose, die nämlich ganz fest war, also die schon fast verblüht war, die ganzen Blätter sind da rumgeflogen. Und was meine Frau Linke auf dem Tisch stehen gehabt hat, ist mit der Tischdecke gleich mitgeflogen. Ja, die ist immer draußen rumgesaust und hat alles wieder eingesammelt. Und unser Papillon, der über der Gartensache steht, der ist auch fortgeflogen. Ich war er, wisch, ist durch die ganze Garte geflittert. Ja, hat mein Herrscher und der Erik, die haben wieder ein bisschen insammeln gehen, aber der ist jetzt kaputt, da gibt's es naja. Okay, Freunde, heute ist es aber nicht so. Nee, heute ist es schöner. Also ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr habt gestern nicht allzu viel von die Wind abgekriegt, ne? Und es geht euch gut. Bis dann, euer Mogli mit die weiße Socke.